Radio Okitok, Radio Okitok, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier heute am 28. Juli 2019. Ja, wir haben es genau 20 Uhr. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitok, der Talk von Mensch zu Mensch. Ja, mit Reden kann man was bewegen und in die Handlung gehen heißt es natürlich auch. Und lösungsorientiert, so wollen wir uns hier präsentieren. Und heute zu Gast ist der Johann Krangel mit von Cannaway. Und das heißt heute, das heißt genau Cannaway, ne? Ja, ja, okay, steht zumindest da. Du darfst dich gleich vorstellen, bist gleich dran. Wir sind hier schon live, wurde verbessert, alles ist gut. Ja, wir sind heute, wie gesagt, interaktiv unterwegs. Das heißt, unser Telefon ist freigeschalten. Das Telefon vom österreichischen Festnetztelefon aus 0043, das ist die Landesvorwahl 720-518-19 und die 7. Und auch der Außenchat ist geöffnet, wo ihr einsteigen könnt. Wir haben natürlich wieder einen Artikel geschrieben heute zu Johann Krangel und da könnt ihr auch Kommentarfunktion hinterlassen, wo wir uns drauf freuen. Ja, die Cannabis-Lüge. Harry Jakob aus Anslinger. Drogenpolizist, der größte Drogenpolizist von Amerika, wollte den Alkohol verbieten, was ihm nicht gelang. Daher hat er die Lüge aufgebracht, dass Cannabis und Marihuana die Männer rauschig macht und die schwarzen Männer weiße Frauen vergewaltigen. Somit war das Todesurteil für Hanf besiegelt. Dieser negative Slogan wirkt bis heute. Ein wirklich guter Slogan. Er lehnt die Nutzung von Opium und Hanf auch zu medizinischen Zwecken ab und setzte sich als Mitglied der Drogenkommission der Vereinten Nationen in den 1960er Jahren für ein weltweites Verbot des Cannabisanbau ein. 80 Jahre sind genug. Der soziale Wandel hat begonnen. Cannabisfakten. Hanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Diese wurden bereits vor Christus kultiviert. Sie diente schon als Klostermedizin im Mittelalter. 1900 wurden sie als Ersatz für Opium verwendet. Hanf ist eine Pflanze mit sehr vielen Inhaltsstoffen. Jetzt hat die EU den medizinischen Hanf wieder erlaubt. Ich kann nicht verstehen, warum unsere Regierung dagegen ist und den Hanf in Österreich wieder verbieten will. Wo erwiesen ist, dass der medizinische Hanf für sehr viele Krankheiten eingesetzt werden kann. Dass unter der Aufsicht von allen Lebenswesen, unter Aufsicht der, Moment, dass unter der Aufsicht von Ärzten, darum appelliere ich an die Regierung, dass sie auch an die kranken Menschen denken und ihnen eine gesunde Hilfe zukommen lassen. Da alle Lebewesen selbst eine endokannabinoides System in sich tragen, stellt auch der menschliche Organismus Cannabinoide selbst her. Wenn jedoch das cannabinoide System im Körper versagt oder geschwächt ist, ist es sinnvoll, CBD-Cannabinoide von außen zuzuführen. Zum Beispiel CBD-Öle, über 5% sind meist keine CO2-Einzel. Extrakte, sondern durch Mehrfachextraktionsverfahren verstärkt. Dieser vermindert jedoch die Qualität. Ja, so, und ich werde jetzt gar nicht weiterlesen. Es gibt nämlich da einiges zu sagen. Ich habe neben mir heute den netten Johann Krangel bei mir. Und ich sage erstmal einen wunderschönen guten Abend zu dir. Schön, dass du erstmal bei mir bist. Hast ja auch eine Reise auf dich genommen. Und sage erstmal Hallo zu dir. Hallo, ich bin Johann Krangel. Ich möchte dich auch herzlich willkommen heißen bei der Sendung. Und ich hoffe, wir kommen gut drüber. Und das denke ich schon. Magst du ein paar Worte zu dir sagen? Wer du bist, was du tust, warum du das tust? Ich bin eigentlich 68 Jahre alt. Ich bin zum Hanf gekommen, zum Hanföl. Und das hat mir geholfen und jetzt will ich natürlich auch, dass sehr viele Menschen das Hanf kriegen. Aber nur unsere Regierung, wie du gesagt hast, das, was ich geschrieben habe, die sind ein wenig dagegen. Und das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht kommen wir heute Abend auch auf diese Frage ein bisschen intensiver ein. Es gibt halt Lobbyisten und wir haben Märkte und ich vermute, dass es da wohl dran liegt, warum man da
so gegen vorgeht, dass man das nicht wirklich als medizinischer Aspekt oder auch Hanf ist ja ein riesengroßes Thema. Man kann Möbel bauen, Autos bauen, man kann Dämmstoffe machen für Haus und Wohnung, die nicht schimmeln. Man kann Papier machen, Jeans und etlich viel Lebensmittel. Kann man Hanfprodukte essen. Es ist so lecker und so vielseitig, was die Hanfprodukte doch mit sich begeben. Bitte? Sogar Bier gibt's. Sogar ein Hanfbier, Hanfschokolade habe ich auch schon gehört. Ja, und diese ganzen Sachen. Du hast ja so ein bisschen vorbereitet, auf jeden Fall. Möchtest du eine Homepage bekannt geben für heute? Hast du da was? Ich habe nicht meinen Vortrag, was ich immer halte. Also gestern das erste Mal. Ich bin noch ganz frisch. Gut, dann hast du heute bei uns deinen Vortrag zum zweiten Mal. Das heißt, es ist auch erstmal wunderschön, dass du überhaupt auch da dich für einsetzt, so finde ich. Und legen wir doch einfach mal los mit deinem Vortrag, so würde ich sagen. Ja. Und wir kommen heute natürlich auch zum Thema Cannabis-Lüge noch drauf ein. Ja, das können wir später dann machen. Also Gesundheit ist eine Aufgabe und nicht ein Geschenk, das sagt der Sebastian Kneipp. Die moderne Medizin kümmert sich um deine Krankheit, davon lebt sie. Um deine Gesundheit musst du dich selber kümmern, davon lebst du. Dann gibt es die fünf Säulen Gesundheit nach der Kneippischen Lehre, das ist eine Schulmedizin. Da gibt es Ernährung, Bewegung, Wasseranordnung, Lebensordnung und mittendrin sind die Heilpflanzen. Das ist das Wichtigste. Heilpflanzen, jedes Unkraut ist eine Heilpflanze, was mir viele nicht verstehen. Ein Cannabis pro Portion, 80 Jahre, das sind genug, also der soziale Wandel beginnt gerade. Dann gibt es, Cannabis ist eine der 50 grundlegenden Kräuter in den DMDM ist. Cannabis, Indica, Marihuana, kein Industrieverwendung, hoher THC-Inhalt. Aber der medizinische und technische Nutzen von hohem CBG-Inhalt hat Cannabis Arznei des Jahr 2018 ist Cannabis Sativa. Und da steht Hanfweg 50.000 plus Nutzen. Es wird dir helfen, alle Bereiche deines Lebens zu verbessern. Es ist ein wichtiger Teil unserer Evolution und unseres Ökosystems. Unser Körper ist darauf aufgebaut, es aufzunehmen. Hanf auf dieser Wälder rettet die Wälder. Wenn man schaut, das Hanf ist für Futtermittel geeignet, Baustoffe, Dämmstoffe, Klostermedizin, ätherische Öle, Kunststoff, Textilkleider, Papier, Karton, Nahrungsmittel, Medizin, Lampenöl und technisches Öl, Bioenergie, Biosprit und Tierstreu. Hanf hat ca. 50.000 überragenden Eigenschaften. Wenn diese genutzt werden, könnten die meisten Probleme in der Energieversorgung, in der Umwelt und der Natur, im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen umweltfreundlich und dauerhaft gelöst werden. So, das muss man sich einmal vorstellen. Dauerhaft gelöst werden. Das lassen wir weg, oder? Wie du möchtest. Da ist ja das Film bekannt, ja. Wo schon im Jahre 1900, kurz nach 1900, gab es ja der Ford, der Erfinder von Ford. 1941 war das. Und dort wird das Hanfauto auch gezeigt. Da hat jemand mit dem Hammer draufgeschlagen, dass es eigentlich nicht mehr eine Delle gibt. Rosten tut es nicht. Ich spüße jetzt vor, es ist doch besser. Ist Henry Fords Plastikauto. Es wurde 1941 mit Zellulosefasern aus Hanf, Sisal und Weizenstroh gebaut und sollte mit Hanföl betrieben werden. Das Plastik war leichter als Stahl und konnte trotzdem 10-mal mehr aushalten, ohne
ohne zu verbeulen. Da schlagen Sie jetzt gerade mit dem Hammer drauf, man sieht keine Bohle. Das ist Wahnsinn, ne? So, bis 1900, soll man sie warten, oder? Ja. Bis 1920 wurden 80% Medikamenten aus Hanf hergestellt. Das muss man sich einmal vorstellen. Da gibt es Cannabis Indica, dann Cannabis, da wieder Cannabis Indica, das ist ein, man kann sich das nicht vorstellen. Dann Haschisch, Asthma, indische Zigaretten für Asthma. Und ohne Hanf hätte Kolumbus Amerika nicht entdeckt. Segeltücher und die Seile seiner Schiffe waren auch aus Hanf. Also das ist gewaltig. Um 1960 lobte die US-Landwirtschaftsministerium die Pflanze, weil sie in der Papierherstellung so nützlich war. In der Industrie war der Hanf äußerst beliebt. Henry Ford, Autopionier, stellte 1941 das sogenannte Plastikauto vor. Bei diesem Autoentwurf wurden Karosserieteile aus einer Hanf-Soja-Wassermischung hergestellt, was einerseits die Schlagfestigkeit erhöht und andererseits das Gewicht senkte. Hanf wurde im Jahr 1937 von der US-Zeitschrift Popularmedical zum Milliarden-Dollar-Feldfrucht ernannt. Menschen wurden mit Endocannabinoiden-System geboren. Endocannabinoides-System ist das, das Cannabis der menschliche Körper selber erzeugt. Das heißt aber ein bisschen anders, das heißt... Das sind die körpereigenen Cannabinoide, die wir haben. Ja, genau, die genau. Muss man haben, jeder hat. Und wenn die natürlich aus dem Gleichgewicht geraten, dann werden wir krank. Da ist die Homöostase, die Stimmung, Schlaf, Immunsystem, Schmerzen empfindlich und so weiter. Wichtig war, dass Cannabinoide System genau. Schützen will, sind Homöostase, das heißt sicherzustellen, dass der Körper jederzeit optimal funktioniert. Reguliert, stimuliert die Hormonproduktion, wechselt Beschwerden. Das braucht man nicht. Dann gibt es die CB1-Rezeptoren. ECS hat ein CB1-Rezeptor im gesamten Gehirn und zentralen Nervensystem. Die Menschen denken immer an den Kohlenhydratstoffwechsel, an den Fettstoffwechsel, an die Darmgesundheit, aber nie an den Hirnstoffwechsel. Und das kann ich mit Hanföl ansprechen. Zum Hanföl fällt mir auch der Rick Simpson ein, vielleicht bekannt. Hatte ja Krebs gehabt, hatte überall Metastasen und hat dann sein eigenes Hanföl angebaut und hat sich selbst damit was Gutes getan. Er ist wieder gesund. Gott sei Dank. ECS sichert die Kommunikation zwischen Hirn und Körper. ECS entsteht am Anfang der Föderation, also der Entwicklung von Kleinkinder. ECS spielt eine entscheidende Rolle in der Frühentwicklung der Kinder. Das braucht man nicht. Die CB2-Rezeptoren bieten aktiven Zellenschutz, reguliert und erhält ein gesundes Immunsystem sowie enorm hilfreich bei Osteoporose. Unterstützt bei Erhalt der Knochenmasse. Vitalisierung des ECS steigert die Stimmung und wirkt als Antidepressiva. So das muss man sich vorstellen. Bei Antidepressiva, da wirst du ein wenig high, aber da nicht. Also das unterstützt das wirklich. Vitalisierung und CBS hat einen positiven Einfluss auf einen gesunden Schlaf und
Zellregeneration, das ist auszubringen. CPS 1 und CPS 2 Rezeptoren befinden sich auch auf der ganzen Hautoberfläche des Körpers. Vitalisieren des CPS unterstützt bei der Bekämpfung von Hautproblemen, des Alterungsprozesses und bei der niedrigen Vitalität, also das habe ich gehabt, das kann ich bestätigen, das hilft wirklich. Vitalisierung des ECS unterstützt sportliche Leistungen und verkürzt die Regenerationszeit, minimiert Krämpfe, reduziert Muskelschmerzen und bekämpft alte Verletzungen, reduziert das hormonale Stresspegel und verbessert die mentale Leistung. CPD wurde 2018 erstmals bei Olympischen Spielen offiziell erlaubt. Die WADA hat eigentlich das Verbot von CPD aufgehoben. Also jeder Sportler kann jetzt CPD-Öl nehmen. Das ist sehr wichtig. Hanf ist Medizin. WHO empfiehlt Neuregulierung von Cannabis. WHO ist eine Zeitschrift, wo wir mal sagen lassen. Weltorganisation. Ja, Welt. Vitalisierung des CBD reduziert Entzündungen und Schmerzen. Das kann es leider nicht sehen. Ich habe da ein Bild, wo es überall angewendet wird und wo es Schmerzen regularisiert. Vitalisierung des ECS schützt das Organismus vor schädlichen Substanzen. Kann ich bestätigen, es hat mir geholfen. Erhöht die Entgiftung und Regenerationsfähigkeit von Leberzellen. Warum verschreibt man Medikamente in den Ausschnitt? Da haben wir wieder einen Ausschnitt von deutschen Doktor, dem CDF. Wirkmechanismen bekennen und die bei richtigem Einsatz nicht noch rauscherzeugend sind, sondern die schlicht und einfach Schmerzkontrollsysteme ansprechen. Und darauf haben unsere Patienten ein Recht. Sagen wir, gehen natürlich im täglichen Leben mit Substanzen um, die bei weitem gefährlicher sind als Cannabis-Derivate. Wenn ich nur daran denke, wie viele Tote wir durch einfache Substanzen wie Entzündungshemmer, also Diclofenac und Ibuprofen, jedes Jahr haben in Deutschland, das sind nicht nur 3000 Tote durch Magenblutungen von diesen Medikamenten, die frei verkäuflich sind, sondern das sind Schlaganfallpatienten, das sind Herzinfarktpatienten. Einer von 2000 Diclofenac-Patienten erleidet einen Herzinfarkt. Das alles sind Daten, die eigentlich zu denken geben müssen. Und im Vergleich dazu ist der medizinisch sinnvolle Einsatz von Cannabis natürlich harmlos. Das ist eine Substanz, die all diese Nebenwirkungen nicht hat. So. Das war ein Doktor von Deutschland. Und da schreibt man, da hat Margit für mich einen Vortrag gehalten und da schreibt eine Schulkollegin von mir: Hallo Margit, wir sind ganz happy. Die Nierenwerte und die Entzündungswerte von meinem Mann sind komplett normal. So, das muss man sich geben, das war Wochen später. Das kann man weg. Und da schreibt eine: Das muss ich euch einfach zeigen. Also zeigen kann ich es euch leider nicht, aber wir sind so gut wie möglich so. Der Gotter hat ein Hüftleiden. Auf der rechten Hinterfuß hinkt er. Täglich 5 Tropfen ins Futter, natürlich ohne das Wissen von ihrem Mann. Und siehe da, es geht voran. Er trinkt im Stehen, nicht im Liegen und geht beschwerdefrei. So, wenn man das, die Bilder sieht, das kann man nicht glauben. Dann für Schuppenflechten hilft es. Da haben wir einen Salm dazu. Da gibt es eine gute Salm dazu. Dann da ist auch, das lese ich auch. Hallihallo, meine Lieben, ich habe seit Jahrzehnten ein atopisches Ekzem. Nicht hat geholfen, kein Ultrapass aus der Apotheke und australisches Rosas Meersalz, Vaseline zum Versiegeln, Patenteme Plus, nur damit die Entzündungen weggehen. Vor einer Woche die Erlösung. Da hat er das Cremnummer, also die Salmnummer,
und schaut selbst, dass das Kind es nicht sehen. Also die Hand, so er sitzt neben mir, kann es ihm sagen. Die Hand schaut wahnsinnig aus. Die linke und gegen die rechte, das ist ein großer Unterschied. Ja, sieht man ganz gut natürlich, ihr könnt es nicht sehen. Aber es gibt sicherlich auch Bilder und auch Erfahrungsberichte im Internet. Und die Teufelsgrenze. Da ist Dr. Blas. Da haben wir wieder zugehört. Die ist auch mit dem Bier verwandt. Ja? Bier wird ja auch gebraut aus Hanfpflanzen, so nebenbei erwähnt. Ja? Der Hanf produziert eine Substanz und die ist Cannabis. Und dieses Cannabis hat in der Medizin einen sehr, sehr großen Wert. Warum? Weil wir in unserem Körper, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, auch selbst Cannabis produzieren. Das heißt zwar nicht Cannabis, das heißt Anandamid, wird aber von uns allen hier fast in jeder Körperzelle produziert. Wenn wir das nicht hätten, könnten wir nicht leben. Und wenn dieses Cannabis-System aus dem Gleichgewicht gerät, dann wird man zum Beispiel krank. Da gibt es viele verschiedene Krankheiten. Und das können wir zum Beispiel mit der Cannabis-Medizin sehr, sehr gut ausgleichen. Vielleicht reden wir über die Cannabis-Medizin dann im zweiten Teil der Sendung. Jetzt würde mich interessieren, ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Dieses Wort Einstiegsdroge gibt es seit den 30er Jahren. Das ist ein negativer Slogan, den ein Herr namens Enslinger, der größte Drogenpolizist aller Zeiten, erfunden hat. Und dieser Slogan, also dieser Slogan, wirkt bis zum heutigen Tage. Unglaublich, ja? Guter Slogan. Aber es stimmt nicht. Cannabis ist natürlich keine Einstiegsdroge, so wie die junge Dame gesagt hat. Einstiegsdrogen sind Kaffee, Einstiegsdrogen sind Zucker, Einstiegsdrogen ist Alkohol, Einstiegsdroge ist Nikotin, Einstiegsdroge ist dieses und jenes. Ja? Da Kurt Blas zu Wort kommen lassen. Cannabis als Medizin, Kurt, bei welchen Krankheiten? Ja, wenn ich alle Krankheiten aufzählen würde, würden wir hier 2 Stunden sitzen. Und ich würde eine Diagnose nach der anderen herunterbeten. Ja? Die wichtigsten Diagnosen, die, ich sage mal, was zu mir in die Praxis kommt, sind Multiple Sklerose-Patienten, chronische Schmerzpatienten, die austherapiert sind, Patienten mit Depressionen, die Antidepressiva nicht vertragen, Burnout-Patienten. Also jeder von euch hat heute in der Familie jemanden, der burnt out ist, der ausgebrannt ist, der fertig ist. Ja. Dann zum Beispiel Rheuma-Patienten, Patienten mit einem Tourette-Syndrom, eine neurologische Erkrankung, die sehr bunt ist. Die Patienten laufen auf der Straße herum, haben überschießende Bewegungen, schlagen mit dem Kopf gegen die Wand, schreien, geben Schimpfwörter von sich. Eine Erkrankung, die von der Schulmedizin nicht beherrschbar. Natürlich Krebs. Das ist aber ein ganz besonderes Kapitel. Man muss schon dazu sagen, dass Cannabis aus zweierlei Gründen bei Krebs eingesetzt werden kann. Zum Ersten, so wie der Herr Dürecker gesagt hat, die Begleitung des Sterbenden, die Begleitung des Ausgezehrten, die Begleitung des kranken, todkranken Menschen, eine ganz wichtige Sache. Durch Cannabis wird die Depression aufgehellt, die Stimmung verbessert, sozusagen die Kommunikation mit der Familie ist wieder da und möglich. Ja. Das ist mit Opiaten nicht mehr möglich, da schlaft man, ja, da ist man zugedröhnt. Ja. Und zweitens, das ist allerdings sehr neu, Cannabis selbst, allerdings nicht THC, sondern ein zweiter Stoff, der nennt sich CBD, Cannabidiol, wirkt gegen die Krebszelle selbst. Man kann mit Cannabidiol die Krebszellen abtöten. Man kann mit Cannabidiol auch verhindern, dass Krebszellen weiter fortschwimmen, im Blutkreislauf, im Lymphsystem und Metastasen setzen. Auch die Metastasen können nicht mehr Platz nehmen. Ja, das ist jetzt aber schon, wenn man das hört, ja, das wird einen Tsunami auslösen. Das wird es und dieser Tsunami hat bereits bei mir begonnen. Ich sag's euch, es gibt so viele Menschen in schwersten Nöten, die bei mir anrufen. Die Wartelisten sind unglaublich lang. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die heute zuschauen und zuhören,
helft mir, unterstützt mich. Nehmt bitte Leute auf, die mit diesen Nöten zu euch kommen. Aber wer zahlt denn das, die Behandlung mit diesen? Das ist eine gute Frage. Das ist wohl die Zwölferfrage. Aber was kostet das? Was kostet das? Also in Österreich kostet eine Behandlung mit künstlichen Cannabinoiden so zwischen 400 und 800 Euro im Monat. Das kann sich wohl niemand leisten. Das war der Vortrag jetzt. Wir müssen hinter dem Mikrofon wieder ein bisschen umschalten. Aha. Genau, so. So geht's wieder. Ja, so geht's wieder. Das war jetzt ein Vortrag, also da hat man sehr viel rausgehört, wo es Cannabis eigentlich alles hilft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt kommen wir weiter, die vielen positiven Wirkungen, aber kein Wundermittel. Das Wirkungsspektrum von CBD ist extrem breit. Viele der möglichen therapeutischen Effekte von Cannabis und Biodol werden derzeit erst von Fachleuten untersucht. Wirkt muskelentspannend, löst Krämpfe, wirkt entzündungshemmend, beugt Arterienverkalkungen vor, wirkt schmerzhemmend, hilft gegen Epilepsie, wirkt angstlösend, hilft bei Depressionen, hilft bei psychischen Schüben, schützt die Nerven, wirkt gegen freie Radikale, stärkt die Knochen und fördert ihr Wachstum, stimuliert den Appetit, also ich muss ehrlich sagen, weil ich bin ein wenig dicker, ich nehme auch. Das hilft auch dazu. Ich komme ja aus der Psychiatrie, gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da weiß man, dass es ein Appetitanreger ist, gerade bei der Anorexia nervosa, bei der Magersucht hat man das mit eingesetzt. Und die nimmt der Frau ab. Ja. Beruhigt den Darm, hilft gegen Übelkeit und Erbrechen. Also man sieht, wenn man das liest und sieht, was für was das alles hilft, frage ich mich wirklich, warum man das verbietet. Ja, die Antwort ist ja ganz eindeutig, aber da gehen wir gleich mal zu unserem Publikum rüber und mal gucken, ob die gleich Antworten haben. Mach du ruhig mal, bist du fertig schon oder geht's weiter? Nein, ich bin jetzt... Dann führ mal in Ruhe weiter. Dann machen wir in Ruhe weiter. Also, es hilft gegen Alzheimer-Erkrankungen, gegen Aminodrose, Latrose, Arthritis, Autismus, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fibrominali. Bitte entschuldigt, wenn ich die Wörter nicht richtig ausspreche, gegen Lungenerkrankung. Auf jeden Fall gegen eine ganze Menge. Ganze Menge, ja. Und nicht umsonst sagt man auch, die heilige Pflanze ist das Marihuana. Natürlich geht man immer, wie wir vorhin schon gehört haben, es ist eine Droge. Und es gibt ja auch diese Werbespots, die geschrieben worden sind damals, um diesen Lobbyismus zu ertränken, dass Cannabis Männer zu aggressiv machen und die Frauen sich dann oder auch die Männer sich einfach nach dem Joint rauchen, dem Fenster rausstürzen, angeblich bringt man sich um. Damit wurde damals vor langer Zeit geworben, um dieses Marihuana mit unter einem Deckmantel, wie gefährlich es doch sei, gedeckt. Und ich sehe es immer so, Marihuana ist eine psychogene Droge. Ich bin selber Drogenentzugsfachpfleger. Und wenn ich mal den Vergleich mache zum Alkohol, dann muss ich feststellen, Alkohol ist eine harte Droge, die wir legalisiert haben. Eine harte Droge. Und ein Marihuana, da hat sich noch nie jemand tot gekifft, so sage ich mal. Und man muss ja auch nicht immer denken an Marihuana und Kiffen, sondern Marihuana hat auch die Möglichkeit, indem man Tee kocht zum Beispiel, als Einschlafhilfe, wenn Menschen eine Schlafstörung haben. Ja, und man kann Tee trinken, wie gesagt, man kann Kekse machen. Und wie viele Tabletten nehmen wir heute ein von unseren Apothekern, verschrieben über unserem Arzt? Natürlich muss man immer
Rücksprache halten, was habe ich für eine Erkrankung und wie können wir vorgehen. Jedoch ist das immer ein guter Begleiter, ein guter Freund, so sage ich mal, was der Alkohol nicht sein kann. Und wenn man jemand anders dementsprechend auch auf die Cannabinoide reagiert, muss es ja nicht für alle gut sein, aber für viele ist es sicherlich besser, wie wir heute sehen, wie wir heute eine Behandlung machen, wenn man Medikamente im Vordergrund stellt, die 99% Nebenwirkungen haben und 1% Wirkung haben und dann mal sieht, was die Leber zu tun hat, was der Körper zu tun hat, die schleichende Vergiftung und Entgleisung von vielen anderen, ja, Nebenwirkungen, die ja dementsprechend auf unseren Körper dann dementsprechend ausgelegt sind. Die Nebenpackungsbeilagen sind ja enorm lang. Das kommt mal jetzt von mir. Aber du hast da jetzt auch noch was, sehe ich. Möchtest du da mal weiter anknüpfen? Ja, da möchte ich noch was sagen. CBD-Öle über 5% sind meist keine CO2-Einzelextrakte, sondern verstärkt mehrfach Extraktionsstufen, verminderten die Qualität, also das wird öfter erhitzt und alles. Und damit ist auch die Verminderung da. Es hilft nicht mehr so. Weil es fehlen dann die ganzen guten Inhaltsstoffe von der Pflanze. Ne? Da sind wir dann fertig. Also mit meinem Vortrag bin ich jetzt am Ende. Ja. Dann fragen wir doch mal, ob es da schon mal ein paar Wortmeldungen gibt. Ich sehe auch, dass der Franz Reutinger heute bei uns ist. Ist ja auch ein Kenner. Ich weiß das. Der Gunther ist auch da. Und heute haben wir das Thema, ja, die Cannabis-Lüge, die wir gleich eingehen. Jetzt mal kurz ein Einleitung war das letztendlich, was ist denn das Spektrum des Cannabis? Und wir haben jetzt gehört, was man alles herstellen kann für gute Sachen. Wir haben gehört, was das der Gesundheit Gutes tun kann. Und vieles haben wir gehört, Krankheiten dementsprechend, wo man zeitweise wirklich lange braucht, um ein gewisses Krankheitsbild zu bereinigen, sage ich jetzt mal, kann man auch durch Cannabinoide in einer schnelleren Heilform schon mit sichtlichen Erfolgen präsentieren. So muss ich das sagen. Ich bin jetzt hier, erstmal rufe ich den Roman. Roman Reuter ist heute bei uns im Studio und von CryptoTV. Du hast gehört von unserem Herrn Johann Krangel. Es macht heute seinen zweiten Vortrag, deswegen ist er auch noch nicht so ganz flockig unterwegs, was ja auch gar nicht schlimm ist. Ich finde es überhaupt schön, dass man mit deinem Alter, 68 hast du gesagt, 68. sich da hinsetzt, ne, und auch dieses Thema in dem Alter annimmt, muss ich sagen, Dankeschön, dass es auch Menschen gibt, die im Alter mitdenken, mitfühlen und auch ihre Meinung nach außen tragen wollen. Finde ich sehr gut. Roman Reuter, guten Abend, bist du denn am Mikrofon? Ja, hallo ihr Lieben, natürlich bin ich hier bei so einem wichtigen Thema. Da möchte ich doch auch immer wieder etwas Neues erfahren, obwohl ich mich eher schon sehr gut auskenne, so wie du, habe ich auf der Drogenpsychiatrie lange gearbeitet, bis mir dann auch zu viel war. Ja, es ist schon traurig, was wir mit unserer wichtigsten Kulturpflanze gemacht haben. Das zeigt auf, wie dekadent unsere Gesellschaft an sich schon wirklich geworden ist. Und Johann, du machst das wirklich toll, weil wir haben jetzt da so viel Sendung auch schon gehabt bei Okitalk über die ökonomischen, wirtschaftlichen Aspekte. Medizinisch ist eher mal wieder richtig wichtig aufzudröseln, was die Pflanze so drauf hat. Und da muss man kein Professor sein, um sowas wiedergeben zu können. Wichtig ist, dass du schon wieder mal alleinig aufzeigst, wie leicht es doch schon ist, anhand dieser vielen Fakten, die schon präsentiert werden, so ein tolles Bild zu basteln. Da müssen wir alle keine Professoren sein, um richtige Wörter lesen zu können. Wichtig ist, dass wir es aufzeigen. Da danke dir auch für das tolle Thema. Ja, ich meine, jedes Lebewesen hat seine spezielle Wurzellebenspflanze, sage ich immer so schön, ja. Und die des Menschen ist einfach nur mal der Hanf. Die Grundpfeiler, was der Hanf hat, sind eben so Werkstoffe, Medizin, Nahrung, sogar ein Umweltschutz, weil sie auch verseuchte Böden wieder regenerieren kann. Es ist ein Pfeiler für die Kunst schon immer gewesen, für die Konzentration. Es befriedet eben, haben wir auch heute schon festgestellt. Ja, es wird als Droge bezeichnet.
meiner Meinung nach ist es ein Genussmittel. Bier wird als Genussmittel unserer Gesellschaft ja bezeichnet. Ich möchte vielleicht auch was erzählen aus meiner beruflichen Laufbahn als psychiatrischer Drogenpfleger. Wir haben die Alkoholkranken, die zu uns gekommen sind, um wieder clean zu werden, die waren beinahe in einem Koma, die waren, haben Koliken gehabt, die haben wir festbinden müssen, damit sie sich selbst nicht verletzen. Die waren immer an der Schwebe von Tod und Leben, um sich wieder reinzuwaschen von Alkoholkonsum. Der Klaus hat es wunderbar gesagt, da gibt es keine Suchterscheinungen bei den Hanf, Cannabis, Marihuana, wie wir auch immer das in unseren Regionen dann nennen wollen. Ja. Also es deckt einfach ökonomisch alles ab, wie keine andere Pflanze. Ja. Und ja, ich glaube, dass wir uns da jetzt noch eine tolle Diskussion heute erfreuen mit dem Gunther und Frank und der Marc ist auch da, super. Das sind alles so richtige Spezialisten schon, was ich schon mitgekriegt habe. Ja, danke dir erstmal, Roman. Hast du ein paar Worte? Ja, ich möchte auch sagen, danke, Roman, und auch danke für dein Lob. Es hat mir sehr geholfen, wieder. Bin ich wieder aufrechter, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser. Und jetzt warte noch auf weitere Anrufe, bitte. Ja, stehe ich gern zur Verfügung. Dann gehen wir mal weiter. Marc Wahle ist da und sagt einen guten Abend, Marc Wahle. Marc Wahle ist da und hat ein Lieblingsthema. Seit ich 14 bin, darf ich meine Geschichte kurz erzählen, sind 5 Zeilen. Bitte, gerne. Also mein Bruder gibt mir Marihuana mit 14, mit 16 geht es dann durch die Techno-Partys, bis ich 18 bin. Dann kam eine Polizeiverfolgung in Bayern zusammen, die haben es mir ausgetrieben, bis ich 40 war und jetzt seit 3 Jahren kiffe ich wieder. Also ich muss sagen, ich habe keine negativen Erfahrungen damit, ich habe auch eigentlich auch ein Lied jetzt dabei, das habe ich dir per Skype geschickt. Da singe ich, wir kiffen Marihuana legalize. Das ist ein großes Thema. Die hatten das beim Bundestag, haben es abgelehnt zu legalisieren. Das war sehr traurig. Und ja, ich freue mich über diesen Vortrag, ne, aus Österreich. Viele Grüße aus Bayern. Es gibt mittlerweile Cannabinoide auch zum Sprühen, zum Inhalieren und auch auf E-Zigarette auf Basis von E-Zigarettenliquid. Wollte ich noch sagen. Danke dir, Marc. Und ich sehe, der Jenne ist auch bei uns, Gunther und auch der Franz Reutinger ist da. Seid ihr denn auch am Mikrofon? Guten Abend, Jenne. Hallo, schöne Grüße. Und ja. Was sagt, fällt dir dazu ein, die Cannabinoide, Marihuana? Ist das für dich auch so, diese abschreckende Wirkung, Droge, was ja heute viele Menschen auch in der Gesellschaft sagen, weil sie dementsprechend informiert worden sind? Wie siehst du denn das Thema Cannabis-Lüge? Möchtest du was sagen? Ich möchte noch kurz sagen, das ist nämlich das Thema, warum ich eigentlich zugesagt habe, heute dort zu sprechen, weil sehr viele Leute glauben, es handelt sich um Rauschgift. Sie verstehen das nicht. Entweder wollen sie es nicht verstehen oder sie gehen zum Arzt. Der Arzt sagt natürlich, das ist eine Droge und dann sieht man, was rauskommt. Also es ist eine psychogene Droge. Das heißt, morgens, wenn ich einen Kaffee trinke, ja, kann ich süchtig werden vom Kaffee, von der Schokolade, vom Zucker, die größte Droge, darf man sagen. Es hat sich noch nie jemand tot geraucht. Wie gesagt, die haben auch gerade Wege genannt, dass man auch Marihuana, Cannabis, die Cannabinoide auch mit einem Tee oder mit einem Kakao oder halt einen Keks und was auch immer zu sich nehmen darf und kann. Und vor allem haben wir auch die Wirkungsgrade schon gesagt, wo es auch überall einsetzbar ist. Und da gibt es kaum ein Feld, was nicht einsetzbar ist. Also ich selbst bin Drogenentzugsfachpfleger und kann nur sagen, wir haben damals gelacht, wirklich, selbst die Ärzte, ich sage es ganz trocken heraus, wir bekommen gleich eine Aufnahme, ein THC-Abhängiger. Und dann grinsten wir uns alle nur noch an. Ja, weil wenn man weiß, was Drogen sind, ja, und ein Alkoholentzug, wie der Roman auch gesagt hat, dann geht's ins Delirium zwischen Tod und Leben, Fixierung, Wasser drauf, Inkontinent, halt Ausscheidung nicht mehr unter Kontrolle. Das ist ein sehr, sehr schwere Nebenwirkung, wenn man wirklich in der Sucht
in körperlichen Abhängigkeiten verhaftet ist. Und ein kalter Entzug jetzt auch über Heroin oder sonstiges ist was ganz, ganz Schlimmes, hat viele Schmerzen zu verursachen. Deswegen gibt es ja auch die Entzugsstationen. Und wie gesagt, da braucht man gar nicht über ein Marihuana reden. Man soll es auch nicht alle verherrlichen, das möchte ich aussagen. Über jedes Substanz, alles erstmal in Maßen ist wichtig und Aufklärung ist wichtig. Aber wo bekommen wir heute Aufklärung, wenn wir das Thema Alkohol ansprechen oder das Thema der Medikamente, der Abhängigkeiten ansprechen? Da wird nicht wirklich drüber geredet. Die Packungsbeilage ist sichtbar und dann will man noch nicht mal, dass man da wirklich reinschaut. Weil das sind ja so viele Nebenwirkungen. Ja, aber dafür müssen wir doch schon wissen und entscheiden können, was nehmen wir denn wirklich zu uns? Und wenn eine Krankenschwester abends hereinkommt in ein Spital, was möchten Sie denn zum Schlafen haben? Dann gibt es Chloraldurat und viele, viele Medikamente im Angebot, zum Beispiel ja, Schlafmedikamente, die dann auch noch abhängig machen. Da frage ich mich, wieso kann man nicht hingehen, welche Cannabinoide wollen Sie denn haben? Heute eine schwache Substanz, eine mittel- oder eine etwas stärkere Substanz. Ja, damit wüsste man aber, dass man den Schlaf eher vielleicht bekommen kann dadurch. Und die Nebenwirkungen sind nicht da, sondern auch die Cannabinoide im eigenen Zellhaushalt, in meinem Körper, Immunsystemhaushalt werden dadurch auch wieder gestärkt. Also da frage ich mich manchmal wirklich, und deswegen Cannabislüge, warum haben wir denn diese Cannabis-Lüge? Ich habe es anfangs schon gesagt, lieber Johann. Ich habe gesagt, wir haben wohl vermutlich den Kapitalismus da, den Lobbyismus ja, da, genau. Die Pharmaindustrie da, die ja ihre Geschäfte auch machen wollen. Und das ist unser System. Ja, sogar die ganzen Industrien, die seitdem davon gelebt, dass das abgeschaffen worden ist. Richtig, wir haben heute die Seile angesprochen, die Taus von den guten Schiffen, Kolumbus hast du angesprochen. Kolumbus wäre der Amerika nie entdeckt. Die Textilindustrie, wir haben aber Plastik da, wir haben Chemiefasern da, statt eine kühlende Wirkung zu haben. Es hat ja nur Vorteile, deswegen betitle ich auch diese Pflanze als heilige Pflanze. Und die Cannabis-Lüge, ja, es ist meines Erachtens sicherlich eine Lüge, nur weil es unbequem ist, weil man die Menschen dadurch in einer Abhängigkeit, wie man heute die Märkte halt beobachtet, hält letztendlich. Ja, bitte. Ich frage mich nur, wo wirst du abhängig? Von Cannabis, also von dem CBD-Öl oder von den Medikamenten? Das ist richtig. Ich habe gerade aber die Märkte gesagt. Die Märkte wollen uns in die Abhängigkeit haben, damit sie ihre Produkte weiterverkaufen. Damit sie wollen Geld verdienen und es muss alles schnell wieder kaputt gehen. Qualität ist ja auch nicht mehr da. Damit der Markt, ja, man muss ja immer wirtschaften und immer mehr und mehr herstellen. Das sagt ja die Wirtschaft sogar. Ne? Und unter dem Strich ist der Kunde wieder da, indem er traurig ist, warum alles kaputt geht. Ja. Ne? Früher hieß es Made in Germany. Ich glaube, das kennt noch jeder. Ja. Heute brauchen wir nicht mehr in Made in Germany schauen, wenn man mal ehrlich ist zueinander. Wir gehen noch mal das Wort in der Runde und und der Marc möchte direkt was dazu sagen. Marc, bitte. Ja, also ich habe da einschlägige Erfahrungen gemacht seit meiner Jugend aus und Bayern war das härteste Land. Mit 0,4 Gramm auf der Bodenmatte im Fahrzeug bin ich 10, 20 Jahre registriert worden als BTMG-Konsument an der Grenze, immer das Auto auseinandergenommen. Ich halte es also für einen zu harten Gang gegen weiche Begleiter des Alltages, möchte ich mal sagen, die einen das Leben erleichtern. Das ist besser wie Bier. Ich habe keinen Kater. Es schmeckt, es erleichtert, es macht glücklich. Warum soll ich das denn verboten kriegen? Ne? Und da habe ich eine Seite im Internet dazu, wenn ich die durchgeben darf. Ja, zum Thema gerne. Das ist blau.cracker.info, blau.cracker.info, und das gilt hier, da beschreibe ich meine Erfahrungen etwas und auch die für E-Zigarette mittlerweile bestellbaren Sachen aus dem Internet, aber das ist halt so halblegal, ne? Du darfst da gerne im Artikel das dazu schreiben, dass wir den Inhalt auch direkt dann noch dazu haben, lieber Marc, wäre wunderbar. Ja, die Cannabinoide, wie du gerade sagtest, ein harter Vorgang. Ich habe schon mit der Polizei gesprochen, auch früher schon. Die wären sogar froh, wenn man den kleinen Kiffer, so sage ich jetzt mal, gar nicht mehr verfolgen muss. Weil es ist ja so,
Einstiegsdroge war vorhin kurz das Thema. Cannabis ist nicht die Einstiegsdroge. Eine Zigarette kann schon die Einstiegsdroge sein. Es kann auch der Alkohol die Einstiegsdroge sein. Und wenn das was nicht legal ist und man möchte gerne ein Cannabinoid rauchen, dann ist doch ganz klar, dass dann jemand auf die Straße geht oder einen Freund hat und versucht, dann an das Cannabis heranzukommen, beziehungsweise er baut es noch glücklicherweise selber an, damit er halt nicht was Gestrecktes bekommen. Denn der Dealer hat ja die Aufgabe oder die Absicht, seine Kunden zu festzuhalten. Das heißt, es kann auch gut sein, wenn man in Cannabinoide Marihuana, Gras, Haschisch kauft, irgendwo, kann ja auch die Gefahr sein, dass was anderes mit reingemischt ist, weil es ja nicht legal ist. Und dann kann man auch sagen, kann das zur Einstiegsdroge werden. Und da geht es ja auch um die Qualität. Und ein kleiner Kiffer, der freut sich doch, wenn er mal seinen Joint rauchen darf, so sage ich jetzt mal, statt mit dem Alkohol konfrontiert zu werden. Alkohol macht hohl. Das ist so. Die Gehirnzellen sterben ab. Auch das darf man ruhig nochmal sagen. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind da. Und glaubt mal, liebe Leute, ich habe so viel Alkoholabhängige gesehen und ich habe gesehen, wie die Lunge wirklich herausgekommen ist und der Mensch ist verstorben. Der hat sie rausgespuckt, voller Husten. Das ist wirklich wahr. Da ist nichts untertrieben, was ich hier sage. Und das sind Bilder, die prägen mich natürlich. Und wenn man dann sieht, wie Menschen behandelt werden wegen so einer schönen göttlichen Pflanze, natürlich im Straßenverkehr muss man aufpassen. Da will man doch gar nicht reden. Muss man das nicht beim Alkohol auch? Eine Aufklärung ist es wichtig, vorbeugend zu handeln, prophylaktisch vorbeugend zu handeln. Bitte. Ich glaube, die Verbote, was Sie aussprechen, die bringen gar nichts nicht. Es wäre viel besser, mehr Kontrollen machen, auch über Alkohol und alles. Weil Alkohol am Steuer ist genauso gefährlich, als wie wenn ich THC rauche, dass ich schwindelig bin. Es ist, da muss ich nicht mit dem Auto fahren. Dann lasse ich das Auto stehen, fahre mit Taxi, kommt viel billiger. Im Prinzip. Ja, nicht nur im Prinzip, so ist es auch. So, und jetzt schauen wir mal, der Gunther ist auch bei uns. Ist er denn auch am Mikrofon? Guten Abend, Gunther. Nicht nur am Mikro, ich bin auch am Lautsprecher. Ja, Gunther, was fällt dir zu diesem Thema ein, Cannabis? Oh, da fällt mir eigentlich eine ganze Menge ein. Aber ich bin ja auch ein Befürworter. Aber was mich jetzt eigentlich nochmal, ich weiß nicht, habt ihr das schon besprochen, aber mich würde das mal interessieren, in welcher Art und Weise man sich das besorgen sollte, wenn man versucht, Schmerzen zu beseitigen. Also gar nicht mal das Turnen, sondern einfach die Schmerzen zu beseitigen als Schmerzmittel. Gibt es da Möglichkeiten? Ja, da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Du hast ja deine Produkte auch da, ne, ja, die du hast. Ne? Und da ist auch der Franz Reutinger heute Abend da, der sicherlich auch was dazu sagen kann. Was kannst du denn bekannt geben bei dir erstmal? Bei mir kann ich bekannt geben, meine Produkte. Kommt gleich. Haben. Muss ich nur schnell rein da? Ja. Kommt gleich nochmal was. Es gibt verschiedenste Produkte durch verschiedene Shops auch, die man dementsprechend nutzen kann. Ich habe ja auch eine Hanfsalbe, das habe ich bekommen vom Franz Reutinger zu Weihnachten und die ist sehr, sehr, sehr gut und ich rufe einfach mal den Franz Reutinger, mal gucken, ob er am Mikrofon ist und sage, guten Abend, Franz Reutinger, dein Mikrofon, bist du da? Ja, hallo. Hallo in die Runde, ich bin da. Grüß euch. Ja, herzlich willkommen, lieber Franz. Franz, vielleicht magst du noch erläutern zu diesem spannenden, wichtigen Thema heute Abend. Ja, gerne. Also ich gratuliere meinen Johann, wie du auch schon sagtest, mit seinem fortgeschrittenen, reifen Alter, mit 61, nach vorne zu gehen und Menschen zu informieren über die Lügen, über die Cannabis-Lüge und andere Themen, die damit zusammenhängen. Also gefällt mir sehr gut. Ich bin ein bisschen jünger, ich bin erst 61, aber beschäftige mich auch schon 30 Jahre mit alternativen Richtungen. Ja, zu CBD. Und ich bin bei Cannaway schon seit 2 Jahren auch dabei und beziehe dort die Produkte für meine Klienten. Cannaway einfach als Produktpalette ist einfach für mich der Qualitätsanspruch sehr gut, genauso wie
Johann schon sagte, es gibt 5-prozentige, 25-prozentige CBD-Produkte. Ja, und bei Cannabis sind wir unter 5%, gegen 1% auch oft. Für mich ist einfach die sanfte Lösung für Menschen, die Selbstversuche machen, ganz wichtig, dass es ganz sanft wirken kann und auch die Erfahrungen, die subjektiven Erfahrungen gemacht werden kann, weil es ist aus meiner Sicht sehr individuell, auch von der Dosis her. Ja, und prinzipiell alles schon gesagt, die Cannabis-Lüge und die ganzen Lügen unserer Eliten und industriellen Komplexe, die speziell seit Kriegsende begonnen haben, ganz massiv 1945, wo alles Natürliche durch die chemische Industrie weggespült wurde, wo die Politiker mitgespielt haben, die ganzen Gesetze durchgedrückt wurden von unseren schwarzmagischen Eliten in Richtung Krankheit und nicht mehr in Richtung Gesundheit, wo auch spirituell, geistig die Heilige, das Wort heilig, heilbringend vernichtet wurde. Ja, wir sind einfach in einer Welt unterwegs, die materialistisch ist, wo alle Elitengehirne hypnotisiert sind von Geld und von Macht und ja, vom Kapitalismus. Und leider sind wir, ich bin ein Grenzgang und Johann kennt die alte Welt, Anführungszeichen, noch besser. Wir sind alle manipuliert in diese Richtung bewusst geführt worden. Und es ist schön und gut, dass jetzt wenigstens das CBD-Thema in erster Linie als Hanf-Teil in die Mainstream-Öffentlichkeit kommt und dass dieses Thema auch salonfähiger wird und ja, und hier aktiv die Informationspolitik offener ist und man wird sehen, wie viel selbstbewusste Menschen die Eigenverantwortung übernehmen und hier Kosten hin, Kosten her, hier sich öffnen gegenüber einer gesundheitlichen Alternative, die ein großes, breitbandiges Spektrum hat. Danke dir. Ja, Gunther, noch ein bisschen Geduld, kommst gleich dran. Ich möchte den Johann mal das Mikrofon geben. Du hast sicherlich ein paar Worte zum Hans Reutinger. Ich wollte zu ihm sagen, Hans Reutinger, also ich bin erst seit Jänner dabei bei Cannabis. Also ich bin unabhängiger Betriebspartner von Cannabis. Und du kennst die Produkte, du weißt auch den Unterschied von unserem Produkt und von anderen Produkten, die was mehr als 5% DPC haben. Du kennst den Unterschied, du weißt, dass die natürlich viel mehr erhitzt werden und dass da sehr viel CBDA drinnen ist. Also es ist nur bei der Heuer so ein Vergleich, weil 10 Milliliter sind 100 Milligramm CBD drinnen, das sind 1,2%. Und 685 Milligramm CBDA, das sind 6,8%. Und darum ist das Öl auch scharf. Unseres ist golden, also darum heißt es pures Gold. Das ist so gelb und es schmeckt auch gut. Das wollte ich nur ansprechen. Und dass du weißt, wie lange ich dabei bin und warum ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, ist das, ich habe früher Vorträge gehalten von, wenn das die Menschheit wüsste. Das hat ein paar nicht gepasst. Sie wollten mich weghaben von dieser Welt. Ist ihnen nicht gelungen. Ja, zum Glück, dass du heute Abend bei uns bist. Auch diese Menschen sind eines der Bausteine, die wesentlichen Säulen für unsere Zukunft. So sehe ich das auch. Denn warum sollen wir der Wahrheit immer aus dem Weg gehen? Die Lüge sehen wir so ziemlich jeden Tag. Und da sollten wir uns noch überlegen, warum immer hier die Lüge im Vordergrund steht. Auch, ihr liebe Medien, habt ihr damit eine große Verantwortung. Und deswegen gibt es ja das Wort der Lügenpresse und Fake News. Franz, magst du was zum Johann sagen? Ja, Johann.
Cannabis bzw. das CBD-Thema, weil es salonfähiger und diskutabler in der Öffentlichkeit wird, ist nicht mehr so gefährlich, dass man uns wegbeamen will. Aber wenn du tiefer steigst, also in die großen Zusammenhänge und hier Vorträge gemacht hast, ist es ganz klar, dass hier die Kräfte gegen dich und gegen uns wirken und dass es auch schon um Existenzvernichtung gehen kann. Habe ich auch alles erlebt in der Industrie, wo ich Wasserinformationstechnologien vertrieben habe in den 90er Jahren, wo ich Hunderttausende an Schillingen Chemie eingespart habe für Großbetriebe, die Wasser aufbereiten mussten. Und ich bin dann gelandet in den Logen ganz oben, wo ich eingeladen wurde von Chemieentwicklern. Und ich hatte dort die Chance, eine Stunde lang zu referieren. Und zum Schluss sind die smarten Logenbrüder gekommen und haben mir in die Augen geschaut und haben gesagt, Herr Reutinger, wir haben uns informiert, Sie sind ein junger Familienvater, Sie sind einfach genial, was Sie hier als Alternative mit Schwingungsmodulen zu Wege bringen, aber möchten Sie eines, nicht, dass Ihre Familie gesund bleibt, oder möchten Sie, dass sie gesund bleibt, dass sie nicht in Gefahr gerät? Wenn Sie das nicht möchten, rate ich Ihnen auszusteigen und spielen Sie sich ein bisschen mit dem und jenen, aber lassen Sie die Finger davon. Die einzigen, die das entscheiden, welche gesundheitlich optimalen Produkte für die Bevölkerung und für die arbeitende Bevölkerung kommt, sind nicht Sie als kleiner Mann mit einer Vertriebsorganisation, die privat klein entwickelt ist, sondern wir bestimmen, wann solche Technologien kommen sollten. Bitte gehen Sie nicht weiter, sonst ist Ihre Familie in Gefahr. Und das ist einfach der Hammer gewesen seinerzeit in den 90er, wo ich wusste, aha, woher die ganze Entwicklung und Manipulation bis in den Schulen und bis runter zum Bürgermeister und den ganzen Behörden kommt. Dankeschön für dein Feedback. Hast du ein paar Worte? Ja, es ist sehr interessant gewesen, dir zuzuhören. Und da sieht man, wie schnell, dass man eigentlich zur Seite geräumt wird. Man muss schon aufpassen, was man sagt. Dankeschön. Und jetzt der Gunther. Gunther, du hast gerade geflackert mit dem Mikrofon. Dein Mikrofon, bitte. Ja, ihr habt jetzt so oft von CPT gesprochen, wovon ich ja auch schon gehört habe. Ist das eine Art, seinen Körper auch zu entgiften? Und ist das auf Basis von Hanföl oder ich weiß also im Moment nicht, wofür ist dieses CPT? Ja, das CPT-Öl ist als Ding, besteht aus also Cannabinoides System. Das ist Cannabis drinnen und das ist CPT-Öl, ist ein Bier. Da muss man dazugeben, Bio-Kokosöl als Trägeröl, weil das Bio-Kokosöl ist den fetteigenen, vom Körper, das fetteigenen Ding, Substanz am ähnlichsten. Und dadurch erreiche ich alle Punkte, wo es hingehen muss. Und ist keine berauschende Wirkung des CBD, weil es nicht THC ist. Es ist ein Molekül ähnlich aufgebaut. Ich glaube, da kann der Franz das besser sagen, wie das aufgebaut ist. Oder auch du. Lieber Johann, ja. Ach, ich kann. Gehen wir mal zum Franz. Franz, CBD, kein THC, das ist der Unterschied. Und Franz, vielleicht magst du das uns erklären. Ja, ganz einfach erkläre ich das, ohne irgendwelche chemischen Zusammenhänge für mich. Cannabis hat einen CBD-Anteil und einen THC-Anteil. Der THC-Anteil wirkt in die psychische Ebene erleichternd und entspannend.
Also in Richtung Hai und CPD, arbeitet in Richtung Körper, in Richtung Zellen und molekularen Zusammenhängen und Stoffwechsel. Und wir sind in einer Zeit jetzt, wo einfach Cannabis als Grundstoff hergenommen wird und das CPD wird heraus extradiert und das THC geht gegen Null. Und weil hier keine Psychowirkung mehr ist mit CPD, sondern rein auf die Körperzellen wirkt sozusagen in gesundheitlicher Richtung und nicht mehr heimacht, ist ja in vielen Bereichen als Nahrungsmittel jetzt zugelassen. In Österreich schwankt man noch. Das ist so meine Erklärung dafür. Danke dir, Franz. Günther, hast du das verstanden? Ich denke, gell? Ich denke schon, nur jetzt fragt man sich, ja, wo kann man sowas kaufen? Ist das jetzt im Reformhaus zu kriegen oder in der Apotheke oder nur bei euch? Das kann man in verschiedensten möglichen Anbietern mittlerweile, Esoterikmessen, spirituelle Messen, da wird das angeboten. Jetzt über Cannaway auch angeboten. Ja, bei uns ist es so, wir melden alle an, also die können selber bestellen dann von der Firma. So, wir nehmen auf, also als Vorzugskunde hat er einen besseren Preis, da hat er den Preis wie wir zum Einkaufen, dann gibt es den Kundenpreis und dann gibt es auch den Einzelpreis bei uns. Und wenn du was genauer wissen willst, meine Adresse, glaube ich. Wir haben einen Artikel geschrieben auf OkiTalk, ich poste gleich gerne nochmal rein. Ich schau mal, da hast du zumindest keine Adresse. Vielleicht hast du eine E-Mail-Adresse oder was du bekannt geben möchtest. Ja, das geben wir dann gleich bekannt, nach der Musikpause, weil ich denke, eine Musikpause dürften wir eh schon machen. Sonst kommen wir mit unserer Musik heute gar nicht durch. Und Gunther, noch ein bisschen Geduld, dann geben wir auch hier Kontaktdaten frei. Und würde sagen, Player frei für den ersten Song. Und da haben wir das Narrenschiff herausgesucht. Und das ist der Reinhard May. Und das hören wir uns doch jetzt an. Bis gleich. Ja, der Reinhard May, gut war er unterwegs. Er ist gut unterwegs. Auch heute haben wir noch einen zweiten Song, den wir heute präsentieren zum Abschluss. Und anschließend haben wir gleich noch den Udo Jürgens, da der gläserne Mensch. Auch ein Song, der sicherlich gut zum heutigen Thema passt. Um was geht es hier? Die Cannabis-Lüge geht es. Wir haben heute jetzt schon gehört, wozu ist Cannabis gut? THC, was ist das? Das ist das, was ein bisschen die berauschende Wirkung hat. Deswegen hat man es ja auch als Droge wohl mit reingesetzt. Durch Fehlinterpretation wurden Spots gemacht, damit man wohl vermutlich die gute Hanfindustrie ausschaltet und dafür lieber andere Lobbyisten ans Werk lässt. Es ist einfach zu gut anscheinend, das Cannabis. Wenn wir heute in die Welt schauen, wo damals halt die Spreu sich vom Weizen getrennt hat, mit anderen Worten, wo die Industrie die Lobby gewonnen hat, sieht man ja heute auch die Nebenwirkungen in unserer Welt. Wenn man reinschaut, wir holzen die Wälder ab, Plastik der Meere und. Wir haben Umweltschäden, die nicht wirklich gut sind für unsere Mama Erde. So denke ich. Es war jetzt hier gerade noch eine Kontaktanfrage gewesen. Also lieber Johann, sag uns doch mal, wo man dich dann erreichen kann. Also, und unter Krankel Johann, aber klein geschrieben, alles, also Krankel Johann 15@gmail.com. Ja, noch einmal wiederholen. Johann Krankel. Nein, Krankel Johann 15@, aber klein geschrieben, Krankel Johann. 15@gmail.com. Dankeschön. Ja, gehen wir doch mal weiter ins Gespräch. Du hast da noch einen Satz da. Welchen Weg schlagen Sie ein? Krankheit ja. Links, Gesundheit rechts, Vorsorge rechts. Danke für die Aufmerksamkeit. Was das wäre mein Vortrag gewesen. Also ich schlage den Gesundheit- und den Vorsorgeweg. Und nicht den Krankheitsweg. Sollte eigentlich ein Gesundungsweg auch heißen statt Krankheit, wenn man das auch mal auf den Punkt bringt. Ja, liebe Redner, Zuhörer, das Thema ist brisant, so denke ich. Und ja, Gunther, erstmal ist mir dir damit geholfen. Hast du noch andere offene Punkte? Gunther? Ja, ich will eine Hanfhose. Ja?
ist die stabilste. Da braucht man eigentlich nur eine fürs Leben, sagt man, ne? Naja, ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist wirklich eine der stabilsten und vor allem naturfreundlich, so gut für Haut, noch besser wie Baumwolle, so sagt man sogar. Ja, Es ist mehr so ein Gag insofern, als ich da ja auch das unterstütze, wenn da also wirklich mal eine Industrie wieder in Gange kommt. Ich will eine Hanfhose. Da wurde mir dann immer gesagt, ja, dann geh doch ins Internet, du kannst dir doch sowas kaufen und so. Und da habe ich immer gesagt, nee, die sollen mir über den Weg laufen. Das heißt also, sie muss mir ins Auge springen. Irgendwo laufe ich durch die Straße und irgendwo hängt da meine Hose und dann kaufe ich sie. Ja, warum auch nicht? Probier's. Und vielleicht wirst du ja fündig. Jetzt habe ich noch keine gefunden. Also wie gesagt, ich gucke immer noch. Jenne, wie siehst du das Thema heute Abend? Hast du schon ein paar Worte? Ja, ich finde das natürlich sehr überspitzt, wenn man das mittlerweile sieht, in so vielen Ländern, wo das freigegeben wurde, in mehreren Ländern, wo diese medizinischen Durchbrüche da sind, die ganzen Jahrzehnte das da dann aufgedeckt haben und dass das dann in einigen Ländern dann so vehement gegen angegangen wird. Also wenn ich das bei uns hier betrachte, steht eigentlich dafür, dass es legalisiert wird. Und aber andersrum fahren sie gerade die Schotten wieder hoch und gehen da gezielter drauf ein. Für mich ist das zeigt das genau das absurde Bild, wie im ganzen Systembild ist und wird Zeit für einen Wandel. Und ja, dass das auch mehr nach draußen getragen wird, viele wissen das schon, ne? Und die Klamotten und Industrie, ne? Ganze Häuser kann man damit bauen, Dämmmaterial, was weiß ich nicht, alles Mögliche. Ja, es ist eigentlich alles nur positiv, was wogegenüber dann im Laden hier der das negative Alkohol steht, was sich immer wieder als schlechtes, böses Lösungsmittel betitel, ne? Da gehört doch mittlerweile der Totenkopf drauf, so viele Elend und das, was dadurch gekommen ist. Und ja, das ist, man kann es nicht verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ja. Ich kann auch nicht verstehen, warum das wirklich so gekommen ist. Also ich finde das eine Frechheit, dass man das wirklich verboten hat, wo es zu kaufen hat. Ich kann einfach nicht verstehen, dass man wirklich das Geld hier sowas machen kann. Das kann nur Geldgier gewesen sein. Anders gibt es nicht. Ich frage mich immer, wir haben Ärzte da. Die Ärzte sind ja für die Gesundung da. Und warum öffnen sie nicht die Komplementärmedizin? Das ist immer meine Frage, weil irgendwo Pharmaindustrie mag ja auch ein guter Begleiter sein, zeitweise als Stütze, jedoch auch mal zum Nachdenken, zum Überlegen, was wir wirklich heute noch verabreichen. Impfzwang soll jetzt kommen, in Deutschland schon verabschiedet ab 1. März 2020. Ja, ich bin maßlos geschockt über diese Dinge. Und die Ärzte machen einfach weiter, weil sie alle, glaube ich, im Hamsterrad sitzen und ihr Geld verdienen wollen. Ich denke mir, da zählt das Geld mehr wie der Mensch. Kann das sein? Das kommt mir auch so vor. Weil wenn man schaut, du bekommst ein Medikament, dann bekommst du noch ein Medikament, weil dieses Medikament greift den Magen an, das andere Medikament greift wieder das Herz an. Du bekommst Medikamente und du wirst nie richtig gesund. Und das, glaube ich, ist ja nur der Grund, dass du wohl arbeiten gehen kannst, aber dass du ihnen immer wieder Geld bringst. Also das fände ich als Grund. Ja. Ja, das Mikrofon gehört euch. Ja, ich würde da noch mal ansetzen, weil Gunther ja gefragt hatte, wie man da jetzt vorgeht. So, also medizinisch ist es ja in Deutschland freigegeben. Da brauchst du ja nur zum Schmerz Spezialisten hingehen, dir das verschreiben lassen und kannst es dir selber aus der Apotheke holen. Ja, also man muss es dann selber bezahlen. Um das bezahlt zu bekommen, ist es noch sehr aufwandsreich, das hier in Deutschland zu machen, weil das ein sehr hoher bürokratischer Weg ist, wo man bestimmte Gutachten haben muss und erstellt werden müssen. Und das dann da, dann kann man es auch dann noch von der Krankenkasse bezahlt kriegen, wenn man
also als Schmerzpatient ist. Und aber andersrum, wie gesagt, reicht es, wenn du zum Schmerztherapeut gehst und dir das verschreiben lässt, dann kann man das selber schon in den Apotheken kaufen. Und dann würde ich noch dran setzen, dass medizinisch, wenn man das dann auch nochmal betrachtet, ist nicht, dass ich, also das Rauchen, wobei das ja dann entspannt und durch die Wirkung, aber medizinisch ist dann auch eher geraten, dann halt sich da einen schönen Tee von zu machen, der dann den Organismus gut tun kann. Danke, Jenne. Marc hat auch geflackert und dann wollen wir nochmal den Roman auch hören. Marc und dann Roman. Ja, vielleicht als THC-Konsument wollte ich mal berichten. Ich habe so einen neuen Verfahrensspray bekommen aus irgendwelchen Quellen. Ein Spray, das machst du wie inhalieren und es geht dann über die Schleimhäute. Und als ich dann einen Rausch hatte, konnte ich auf einmal teleportieren. Und in diesem Rausch liege ich so auf der Couch, auf dem Sofa und teleportiere hin bis zu einem Professor, der eilig im Uni-Bereich Areal in einem Riesengebäude in Eisenschranken diese Sprays verschwinden lässt. Und er teleportiert mich an. Und dann sagt er, wer bist du? Und dann sage ich halt den größten Titel, der mir eingefallen ist, Internetkaiser. Auf einmal sackt er auf den Boden, legt sich auf den Boden und teleportiert zu mir. Jetzt ist es geschafft. Es ist in der Welt für Arm und Reich Cannabinoide zum Inhalieren gleich. Dankeschön für deine Geschichte. Roman. Ja, es ist echt entsetzlich, wie scheinheilig eigentlich, ich aus meiner Meinung her, die Drogengesetze doch eigentlich durchgestaltet sind, ja. Ich würde mich vielmehr in Parlamenten, in Debatten freuen, wenn es halt darum geht, das auch nicht zu debattieren, durchzusetzen, dass man auch einmal erst ab 21 Jahren generell mit Substanzen jeder Bewusstseinsstimulanz ein Jahr geht, konfrontiert werden darf, ja. Weil da ist erst wirklich der komplette Wachstum vom Menschen abgeschlossen und auch die geistige Reife im Bilde. Darf ich kurz stören? Ich weiß nicht, ob meine Leitung kaputt ist oder wir haben hier auch ein Gewitter. Es kann sein, dass ich gleich ausfallen könnte. Bin ich gut zu hören? Super. Ja, du bist gut zu hören. Wunderbar, dann hat der Roman jetzt wohl ein paar Internetprobleme gehabt. Probier es nochmal, Roman. Bin ich zu verstehen? Ja, ab und zu Aussetzer. Okay. Es ist halt scheinheilig, die Drogengesetze von Österreich. Ab 21 Jahren sollte einfach erst einmal einer überhaupt konfrontiert werden dürfen mit Stimulantien jeglicher Art. Ja, weil der Körper. Roman, du bist sehr schwierig zu hören im Moment. Also bei mir kommt er an. Kommt er an, bei mir nicht. Dann liegt es an meinem Internet. Franz? Bei mir kommt er auch gut an. Ja, dann redet mal weiter. Dann ist das wohl an meinem Unwetter, was ich hier momentan habe. Ja, es ist halt, unsere Politiker, anstatt Probleme lösen, meinen sie es einfach mit Steuern zu bewältigen zu können. Nur Geld kann deswegen, werden die Menschen trotzdem krank mit solchen komischen Sachen wie die Zigarettenmärkte. Ja? Anstatt dass sie da Gedanken macht, nur natürliche Zigaretten, was es ja auch gibt, in Umlauf zu bringen, doch lieber Steuern draufzusetzen. Ja? Natürlich will ich nicht den Hauptaugenmerk auf die Tabak richten. Klaus und Jörn haben es ja auch erwähnt. Bei dem Thema, wo wir heute sind, man kann Cannabinoide und alles ja auch essen, oral einnehmen, ja. Und da möchte man mal vielleicht zurück zum CBD und THC kommen. Da ist mir auch etwas ganz wichtig zu erwähnen. Natürlich kann man auch etwas aus einer Pflanze extrahieren, wenn man einen gewissen Stoff für einen gewissen Effekt braucht. Aber ich möchte davor warnen, nur grundsätzlich das THC zu trennen, weil ich finde, das CBD und das THC gehört zusammen. Die Qualität als Ganzes ist dann wirklich wichtig. Als Beispiel, wie damals das Heilmittelverbot, das Pflanzenheilmittelverbot ja durchgebracht werden wollte in Österreich, was auch geschafft worden ist, hat es Petitionen gegeben. Die habe ich verteilt
und bin da unter unseresgleichen von Heilpraktikanten und lauter so Menschen auch wirklich zu 50% angefeindet worden, dass ich kein, ja, Unruhe stiften soll, ja, und so Sachen. Und was ist passiert? Das Beinwell ist zum Beispiel dann verboten worden. Wie komme ich da jetzt auf das mit CBD und THC trennen? Man hat das Beinwell nicht gänzlich verboten, sondern auch wiederum eine runtergezüchtete Pflanze dann erlaubt. Wenn man mal erlauben darf, eine Wirkungsweise vom Beinwell zu erzählen, die größte Folge erwähne ich gar nicht, weil da halt Mitleid zu so vielen Fantasten verrückt. Ich werde mal nur das Geringste erzählen, was ich mit meiner Ex-Frau erlebt habe. Die hat es leider nie lassen können, wenn der Hund auf einen zukommt, den Besitz zu fragen, dass man streicheln sollte. Ja, und dann ist sie natürlich gebissen worden. Sie hat sich von mir den Beinwellbrei, den ich wirklich gut herrichten kann und sehr versiert bin in dieser Kunde, nicht anbringen lassen, warum auch immer. Ja? Das ist auch kein anderes Thema. Sie hat sich lieber von der Apotheke eine Heilsalbe nehmen lassen, geschweige denn, dass es nähen lassen hätte sollen, die Wunde. Ja? Sie war so eine stolze Schamanin, sie konnte es mit ihrer eigenen Kraft machen, hat sie geglaubt. Aber irgendwann, nach einer Woche, hat sie gemerkt, sie kann es nicht mit ihrer eigenen schamanischen Kraft, hat sie sich die Heilsalbe geholt. Und nach der dritten Heilsalbe aus der Apotheke habe ich dann ihr Hand gepackt, habe ihr den Brei raufgeschmissen und nach 5 Stunden war die Schwellung weg. Die Hand war 3 Wochen aufgeschwollen wie ein Gummihandschuh, den man aufbläst. So wie zu dem Wundern, wenn man was man erlebt, wenn man Pflanzen als Ganzes auch benutzt. Obwohl, ich will CBD aber deswegen jetzt die Wirkungsweise nicht schmälern. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch gesehen, wie man Tropfen Spastikern verabreicht, die haben dann zum Zittern aufgehört. Die haben einfach mal wie ein normal sitzender und sprechender Mensch reden können mit mir und haben keine Zucken und lallende Worte mehr gehabt. Ja, das ist eben wirklich so zu unterstützen und die Krankenkasse endlich anzuhalten, dass das legalisiert wird, gefördert wird. Und ja, da möchte ich vielleicht, kennt ihr auch den Förderverein für Hanf und alternative Lebensweisen von Doris und Thomas Fischer? Die bieten ja auch das an und zu guten Konditionen. Hast du da Erfahrungen zu den zwei, lieber Johann? Und genau, das fällt mir das mit dem Auto ein, weil sie ja in einem Wohnwagen wohnen, die zwei. Ich habe sie das tolle Video audiomäßig uns gezeigt, wo man mit dem Hammer draufhaut und das geht in die ursprüngliche Form zurück, nur durch die Hanfkarosserie. Da habe ich, der Klaus hat ja erwähnt, da gibt es eine Kommentarfunktion bei einem Artikel. Da habe ich bei den Kommentaren ein Video verknüpft, das heißt das Milliarden-Dollar-Kraut. Beste Doku ever. Okay, dann möchte ich in die Runde zurückkommen auf die Frage hin zu Johann wegen eben dem CBD. Natürlich ist wichtig, auch einzelne Öle davon zu haben, aber dass man halt auch schaut, dass man auch schaut, dass es nicht verteufelt wird, das THC. Ja, wollte ich auch mal sagen, ich bin ja THC-Konsument. Frank? Ja, Okidok hat sich verschüsst. Die Aufnahme läuft gerade noch. Okay, dann ja, mach du vielleicht Fragen weiter. Also, ja, ich kann nur dir beipflichten, Roman. Im Prinzip, also ich habe persönlich von 14 an einfach eine Unverträglichkeit mit Cannabis bis jetzt. Und ich habe also eher negative Erfahrungen auf mein Befinden erlebt, aber das ist individuell. Und das hat einfach mit einer persönlichen Struktur zu tun. Und du hast sicherlich recht, Cannabis als gesamte Pflanze mit THC und CBD wäre und ist die richtige natürliche Funktion, weil wir Menschen sind ja eine Dreiheit, jetzt mal auf der Ebene zum Beispiel Psyche, Gehirn, Organ, wenn man ganz herum die spirituelle Ebene bewegt. Und natürlich, Psyche, Gehirn, Organ ist eine Dreiheit, die das Gleichgewicht finden muss. Und wenn man Cannabis als gesamte Pflanze in der richtigen Dosierung und Situation und Ungleichgewicht einnimmt und sie macht psychisch
einfach Entkrampfung und macht auf der körperlichen Ebene einfach Unterstützung, hier zellulär in die Mitte zu kommen und die Zellfunktion zu optimieren, ist ganz sicherlich das Optimum. Ja, ganz ohne Zweifel, bin gleicher Meinung. Ja, das ist gut, dass du das erwähnst, dass es auch wirklich auch Menschen gibt, die was das auch wirklich nicht vertragen. Das darf auch nicht zu kurz kommen, ist oft ein geringer Prozentsatz. Das kenne ich auch bei den Brennnesselkuren, da habe ich immer aufpassen müssen bei manchen Leuten, wo die Brennnessel so eine wundertolle Pflanze ist, kann man auch die nicht immer bei jedem benutzen und so. Gut, dass du das auch erwähnt hast. Ich finde auch die Kriminalisierung von Konsum dessen finde ich schlimm, wollte ich nochmal einwerfen. Aus meiner Erfahrung ist prinzipiell eines, also von der Kabale und von dem mental genialen industriellen Komplex und das gesamte System, in dem wir eingebettet wurden und die Eigenverantwortung uns entzogen wurden und wir wurden manipuliert und hypnotisiert, ist einfach eines klar. Alle Mittel, die psychisch arbeiten und down machen, zur machen, wieso zur von Alkohol zum Beispiel, sind legalisiert, damit wir als bewusstes Wesen einfach zur sein und nicht klar denken können. Und alle Mittel, die high machen, die einfach mehr Bewusstseinsmöglichkeiten schaffen, sind verboten, damit wir ja nicht realisieren, was Menschsein und meine Existenz bedeuten könnte und dass wir in einem Zinssklavensystem eingebettet sind. Und das ist einer der hauptpolaren Gründe, warum wir über die psychounterstützenden High-Produkte, die gesundheitlich uns entspannen und die uns einfach in die Mitte bringen, mit dem ganzen Stress verboten sind und alle Drogen, die zumachen, uns einfach dämpfen, legalisiert sind. Das ist so meine Sicht. Ich werde mal versuchen, über Skype mit dem Klaus Kontakt aufzunehmen. Ich hätte vielleicht nur so eine Frage, vielleicht in den Raum zu werfen, ob persönlich oder auch ihr welche kennt, die was mit diesen therapeutischen Maßnahmen mit CBD und so schon Erfahrung gehabt haben, welchen Krankheitsbildern zum Beispiel auch und so, dass wir da vielleicht einmal ein paar Erfahrungsberichte noch ein bisschen mehr hervorglauben könnten. Der eine Doktor hat gesagt, Depression, Schmerz, Burnout, Tourette, Gicht, Palliativ kann damit behandelt werden. Also eine ganze Palette an Krankheiten praktisch. Ne? Ja. Es gibt jetzt einen neuen Pilz, einen Baumschwamm, der schmeckt nach Kaffee. Das ist wie ein Phantasia-Gewächs. Nach Milchkaffee schmeckt der, berauscht, wie THC und heißt Luciferia. Den haben sie irgendwie ganz neu in der Natur. Du. Da sind wir wieder beim Thema Luciferia, also der Gegenpol zu Satanissa, also zu Materialismus im Vergleich zu Hai. Und einfach die Mitte zwischen den beiden Polen zu kriegen, ist ja super. Also genau, schön, wenn es das schon jetzt in diese Richtung gibt. Ja, das habe ich mitbekommen. Krypto, der Admin Klaus Glatze ist wieder da. Also ich habe jetzt mal Kontakt aufgenommen und warte auf eine Antwort einfach einmal bei Skype. Ich finde es auch kurios oft, wie die Kirche selbst die besten Heilpflanzen mit Teufelsnamen versehen haben, so wie Drudenfuß und was der Teufel eben nicht alles ihnen da eingefallen ist. Die umso furchtbarer und teuflischer der Name der Pflanze, umso heilkräftiger ist sie zuhauf.
Ja, so mag es sein. Das wurde verteufelt, ne? Was nicht tragbar war. Was du hörst, was dich irgendwie stört, das ist durch den Erleuchteten manchmal so hart gesagt, dass es durch die vier Evangelikalen gerne verblümt dargestellt wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch total froh, dass ich diese Hemmschwelle nicht habe, THC nicht zu konsumieren. Das ist einfach das Highlight für mich. Leute, aber wenn ihr das nicht vertragt, wenn es illegal ist oder wenn es irgendwie keine klare Struktur der Quelle hat, dann lasst doch die Finger davon und hört auf den Nächsten, der euch ein Meister ist. Klaus, bist du noch hier? Die Musik ist abgebrochen. Ja, dann lass uns mal wieder übernehmen. Ja, genau. Ich werde meinen Klaus mit dem Telefon jetzt anrufen. Vielleicht unterhalte ich euch vielleicht nur über das Thema weiter einfach. Ja, nee, ich wollte eigentlich nur mal hören. Das war doch nicht Udo Jürgens. Nee. Das war Udo Jürgens, eines seiner letzten Lieder. Mann, der hat ja eine ganz andere Stimme. Aber ich habe, naja, gut, wenn er das war. Aber ich habe eben gedacht, das kann doch nicht Udo Jürgens gewesen sein. Aber doch, wenn er das war, okay. Ja, das war der. Ja, ein gutes Lied, ja. Also. Ja, das habe ich auch noch nie gehört. Der gläserne Mensch. Ja, naja, deswegen, das hat ja alles erschwert, ne? Diese, damals, wie ich aufgewachsen bin, da war man ja mit 16 bis 18, da sind wir durch die Stadtparks. Eine Clique zur nächsten Clique. Wir waren halt eine Clique. Und jeder hat nach Einbruch der Dunkelheit geschaut, dass er da einen Vertreter hatte, wo dann der Handel stattfand von THC. Ne? Oder auf Techno-Partys. Ne? Und dann immer Ausschau gehalten. Aber du bist halt bei diesen, ja, illegalen Vorgängen, ist es ja dann ständig unter Druck. Und es wird kriminalisiert und es kann auch die Qualität leiden des Produktes, ne, wenn es nicht von Apotheker oder Arzt ausgehändigt wird. Ne. Das ist ja das Problem gewesen. Deswegen habe ich dann auch 30 Jahre damit aufgehört. Ne. Es war aber eine schöne Zeit. Hallo, also ich habe es mit dem Klaus telefoniert, bei denen ist jetzt alles platt. Ist dort ein Johann vor allem sehr laut und vor allem auch ein Klaus. Beide richten euch alle liebe Grüße aus. Sie bedanken sich für die große Beteiligung und den Interesse, was ihr gesagt habt. Und ja, wir werden sicher auch bald wieder was hören, sicher von Johann. Es war ja schon nicht das erste Mal, sondern schon die zweite Sendung. Und der Klaus eben, wie gesagt, bedankt sich eben auch und der Johann. Ja, eine Frage einfach in der Runde. Habt ihr noch irgendwas so speziell zu diesen Themen noch was mitzuteilen oder sollen wir die Sendung sonst abklingen lassen? Ich hätte vielleicht noch mein Wir kiffen Marihuana-Lied ein zum Spielen. Was hältst du denn davon? Du kannst es ja am Schluss rausschneiden, wenn es dem Klaus nicht gefällt. Ja, wenn es jugend- und gesellschaftsfähig ist, dann okay. Ja, ist es schon. Ich würde es gern einspielen. Ja, machen wir es mal einfach rein, der Klaus entscheidet, okay? Okay, dann würde ich sagen, Jenne, deine abschließenden Worte, Frank, Gunther, Krypto, wir machen die abschließenden Worte fertig, verabschieden uns und dann spiele ich ein. Super Idee, Walle. Also, bitteschön. Ja, dann verabschiede ich mich doch schon mal, sag Tschüss und auf Wiederhören an den Zuhörern und ja, wir werden die Sendung sicher wiederholen oder neu auflegen und bis dahin alles Gute und Tschüss. Franz, hast du auch noch was? Ja, im Prinzip, es ist einfach so, aus meiner Sicht, mit dieser Dreiheit, Psyche, Gehirn, Organthema. Es ist interessant, dass körperliche Gewalt von den Eliten zum Glück gesetzlich schon so weit zurückgedrängt ist, wie es gehört. Wenn ich nur zurückdenke an meine Schulzeit, der körperliche Gewalt von unseren Pädagogen, Anführungsstrichen, an der Tagesordnung.
Aber was immer auch noch offen ist, ist die psychische Gewalt und die emotionale Zersetzung, die ganz schön Fahrt aufgenommen hat in den letzten 30 Jahren. Und das ist natürlich der Grund, warum dann körperliche Symptome, Drucksymptome entstehen. Und durch die Freigabe der psychischen Gewalt, der emotionalen Zersetzung, die wir vom Politikersystem ja mitbekommen, siehe nur, wie fertig gemacht wurde unser Strache mit allen Fehlern, aber dass so ein Mensch an Zersetzung miterleben muss oder auch von der identitären Bewegung der Sellner, den ich verfolge, welche seelischen Grausamkeiten gang und gäbe sind, für die Menschen zertreten werden, ist einfach an der Tagesordnung, auch im Beruflichen. Und hier ist CPT, was freigegeben wird, das CPT-Thema ein ganz, ein wichtiger, zukünftiger, vielleicht etablierter Beginn. Weil wenn ich CPT regelmäßig nehme, dann kann trotz dieser psychischen Gewalt und emotionalen Zersetzung, die an der Tagesordnung ist, hier eine Bremse reintun, die dann auf der zellulären Ebene gebremst ist. Und somit ist auch die Wirkung bei vielen, vielen Menschen ist sehr, sehr positiv, weil die Symptome kommen zu 80% aus meinen Erfahrungen als Energetik in den letzten 25 Jahren aus dieser psychischen Zertretung und emotionalen Zersetzung. Und da hilft CPT sehr stark, dass dieser Druck in den zellulären Ebenen nicht so Fuß fassen kann. Das wollte ich nur sagen. Ich möchte mich auch bedanken bei euch. Einen schönen Abend wünschen und den Johann alles Gute und dem Klaus danke sagen für die Plattform und wir werden uns wieder hören. Macht's gut, ciao. Danke Franz, es war sehr passend zum Thema, ein guter Anhang noch zum Schluss. Gunther, hast du auch noch einen schönen Anhang zum Ende dieser Sendung? Ja, nee, ich habe ganz interessiert zugehört und fand das auch ganz interessant. Ich hätte da natürlich schon auch noch ein bisschen, aber wir können ja, du machst ja eine Aufzeichnung, deswegen können wir da nicht so locker reden, wie einem der Mund gewachsen ist, sag ich mal so. Naja. Das machen wir im Nachtalk. Okay. Wir können ja noch in den Nachtalk, Günther. Ganz genau. Schaut, kennt ihr alle noch in den Nachtalk dann rein? Wie gesagt, am Jingle können wir jetzt nicht einspielen, aber der Wale, der wird jetzt dann am Schluss eben, wie versprochen, jetzt noch sein Ständchen präsentieren. Ich finde vielleicht, wir müssen eben wirklich aufpassen, dass die Lizenz noch auch vielleicht nur zu erwähnen an Monsanto geht, weil wenn es um die Legalität geht, geht es auch immer bei einer Pflanze um die Freiheit, ob die Pflanze in Bezug zum Menschen auch frei benutzbar ist, nicht nur legal. Und ja, vielleicht schaut's morgen auch wieder rein zu Radio Okitalk um 20 Uhr, da ist der Harald Thiers wieder da, da geht's um der Kampf hinter den Kulissen. Haben wir auch schon mal so ein Thema gehabt mit ihm, war sehr interessant. Vielleicht am Dienstag nur, da ist auch ein tolles Thema, wir haben jeden Tag, aber das möchte ich vielleicht noch erwähnen, der Peter Zimmermann kommt mit Thema Alicia und Sterblich. Wie schaut der Mensch einfach in der Zukunft aus, im Jahr 2060 und so, sagen wir bionische Cyborgs oder wie entwickelt sich der Mensch mit der Verknüpfung von Computertechnik und so weiter und so fort. Okay, dann gehabt euch alle wohl, ja. Alle draußen miteinander, danke fürs Zuhören und mit den Ständchen von Walle schließen wir jetzt diese schöne Sendung ab. Ich möchte noch ein heimgebendes Lied, gibt es auch bei blau.cracker.info neben 20 Hits zum Thema internationalen Thema Legalize it, don't criticize it und ich fahre jetzt ab, oder? Okay, das war der selbstverantwortliche Walle und gute Nacht, ihr Lieben da draußen und da drinnen. Bis morgen wieder bei Radio Okitalk.